Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe. Ja, jetzt habe ich das gerade so ein bisschen durcheinander gebracht. Ich merke gerade, dass ich die falsche Folie drauf habe. Eigentlich soll es natürlich Live-Trading zur S-Börse sein oder zur S-Eröffnung sein. Aber nichtsdestotrotz wird ja auch der Smart Trade Indikator von Mark Pötter in diesem Webinar verwendet. Und von daher, so ganz falsch ist das nicht, aber nichtsdestotrotz geht es heute um Live-Trading und natürlich freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, ob der Markt heute den einen oder anderen Trade zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und bitte dieses Event entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann gebe ich auch rüber zu dem glücklichen Nvidia-Aktieninhaber. Es geht hier ist ja unfassbar. Es geht einfach weiter und weiter. Und wünsche natürlich Ja, viel das Erfolg und stimmt. viel Spaß. Jo, Nelson, danke dir. Ja, das ist richtig. Also, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen können, dass wir in einem Monat jetzt nochmal 45% mit so einer riesen Aktie raufgehen. Aber ich sage da nicht nein, sondern nehme es dankend an. Mich noch ganz kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen sollten. Mark Pötter, seit 13 Jahren mache ich das Ganze. Hauptwirken, eigene Firma mit Smart Markets, da machen wir vorwiegend Daytrading. Deswegen also auch das, was wir jetzt machen. Privat ist es so, dass ich über 90% meiner Altersvorsorge in Aktien habe. Deswegen auch da die Ansprüche von Nelson, weil meine größte Position Nvidia ist. Das ist natürlich dann für die Altersvorsorge sehr, sehr schön, dass die da weiter steigt. Deswegen das sind die beiden Bereiche, die mich stark interessieren. Dann denke ich, steigen wir mal direkt ein in die Märkte. So. Und können nämlich auch dann sehen, ich wollte hier noch einmal den Ausgang vom letzten Mal zeigen. Da sind wir ja hier oben eingestiegen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir einen Ausbruch haben werden im Nasdaq. Das haben wir nicht gehabt. Dann sind wir hier ja ausgestoppt worden. Ich sagte aber dann haben wir es nochmal ein bisschen anders abgemessen. Ja, dass ich schon davon ausgehe, dass der Kurs immer noch steigen wird. Sind dann hier reingekommen mit einem schönen engen Risiko. Ja, und konnte dann auch hier ein bisschen mit dem Band ein bisschen spät dran. Na, sollte eigentlich im Prinzip 2R sein, die auch hier oben sogar erreicht worden sind. Na, aber war da halt nicht vor dem Rechner. Bin davon ausgegangen, dass wir vielleicht sogar ein bisschen mehr noch mitnehmen können. Und dann ist er runter, aber trotzdem 340 Euro mitgenommen. Passt, also dass wir den Verlierer ausgleichen konnten und noch ein halbes R zumindest mitnehmen konnten da. Ich will auch direkt mal hier im Nasdaq bleiben. Ich gehe jetzt mal hier, dass wir zum Ende spulen. Sind jetzt hier so im leichten Abwärtstrend. Ich will es aber mal zeigen, wie es im Tageschart aussieht. Weil, ne, da im Prinzip sehen wir es halt klar, auch da natürlich sehr, sehr stark getrieben durch die Tech-Werte, aber wir sind ganz klar im Aufwärtstrend. Ja. Wir sind eine grüne Kerze nach der anderen und das jetzt nicht nur, weil hier der Smart-Trend drin ist, der jetzt auch sagt, wir sind im Long-Trend, sondern auch wenn wir jetzt hier umschalten würden und den Smart-Trend rausnehmen würden, das kann ich ja mal eben zeigen. Ich mache mal hier ein neues Chartfenster. Und dann nehmen wir hier mal eben die Indikatoren raus. So, Smart-Trend raus, Pivot raus. Und gehen dann auf das Tageschart. Ja, da sehen wir einfach, dass wir hier also auch die ganzen letzten 8 Tage einfach nur noch steigen, steigen, steigen. Also es ist schon phänomenal. Von daher natürlich für mich auch die Indikation, na, ich bin Trendhändler, ich möchte natürlich tendenziell mit dem Trend gehen, also haben wir es halt hier, dass wir typischerweise dann, na, hier im Markt nach oben gehen und deswegen wollen wir uns auch heute im Nasdaq natürlich tendenziell einen Long-Einstieg suchen, na, auch wenn wir jetzt im 5-Minuten-Bereich da ein bisschen runtergehen. Das schauen wir uns jetzt gleich noch an, aber das können wir dann ganz gut abmessen. Vielleicht auch noch kurz die Frage, aus welchem Grund haben wir das Webinar umbenannt von Smart Trend Indikator in Live Trading Session? Einfach deswegen, weil es natürlich nicht nur einen Indikator gibt und ich mehrere Indikatoren zeige. Da kam immer wieder die Frage, ja, es ist aber doch nicht nur ein Indikator. Warum brauche ich auch mehrere Indikatoren? Und das ist halt einfach, dass ich egal welchen Indikator ich halt nutze, ich muss immer im Gesamtkontext halt schauen. Und deswegen haben wir das halt umbenannt, einfach, dass es klar ist, dass wir nicht nur mit einem Indikator handeln. So, ich gehe jetzt nochmal runter auf Stunde, weil auch hier sehen wir, ne, dass wir auch in der Stunde eigentlich sehr schön nach oben gehen. Also sind jetzt eigentlich heute die ersten Stunden, wo wir jetzt mal wieder ein bisschen abverkauft werden.
Und trotzdem können wir da mal schauen, wenn wir jetzt auf 5 Minuten gehen. 15:30 ist ja Markteröffnung. Und da haben wir auf der einen Seite, wenn wir hier ein bisschen rauszoomen, haben wir jetzt hier eine relativ starke Unterstützung, wo wir gerade dran sind. Also sollte der Kurs eigentlich erst auch mal hier in dem Bereich drehen, könnte ich mal hier so ein, gucken wir mal, denn hier so eine Art Viereck. Ich sag mal hier so in dem Bereich. Ich mache so grünlich hier. So, ne? Also in dem Bereich ist jetzt erstmal eine sehr starke Unterstützung, wo der Kurs drehen sollte. Ja, dadurch halt, dass ich jetzt nicht genau weiß, wo er hier drehen wird, können wir das dann jetzt sehr schön verbinden, weil wir wissen ja, wenn wir einen Trend haben, dann lohnt sich halt auch unser Smart Trend Indikator. Gehe ich jetzt mal rüber, wo wir den schon drin haben. Mach mal eben hier die Handelshistorie aus und wir gehen hier auf die 5 Minuten. So, ne? Das heißt also, jetzt können wir den in aller Ruhe fallen lassen. Das heißt, solange es rot ist, können im Prinzip abwarten, bis wir drehen, bis wir langsam wechseln und dann eigentlich mit der ersten grünen Kerze einsteigen. Ja, also aus welchem Grund möchte ich jetzt hier noch nicht direkt Short rein? Wie gesagt, weil wir halt da im Stundenchart, im Tageschart Long haben. Und das ist halt für mich eher so die Indikation, dass wir gleich auch gerade um 15:30 dann wahrscheinlich auch wieder long gehen. Ich habe auch schon gesehen, Nvidia und auch Microsoft und dergleichen, die sind alle Pre-Market, also das heißt vor Börsenöffnung, auch schon teilweise bis zu 3,5% im Plus. Also auch das sollte dann natürlich in dem Moment, wenn die Börsen aufmachen, halt auch den Markt nach oben ziehen. Aber das werden wir gleich sehen. Wir haben jetzt noch 8 Minuten. Ich will mal zeigen, was ganz interessant war. Ansonsten heute die Schweizer Notenbank hier, die hat die Zinsen überraschenderweise gesenkt. Ja, davon sind wir nicht ausgegangen. Ne? Wir sehen es hier, die Prognose war 1,5% und wurde halt jetzt hier gesenkt auf 1,25%. Ja, das hat natürlich direkt dazu geführt, dass alle Währungspaare, die gegen den Schweizer Franken sind, erstmal etwas stärker geworden sind. Also der Dollar im Vergleich zum Schweizer Franken etwas stärker geworden ist, der Euro auch und auch die Aktienmärkte zu dem Zeitpunkt erstmal ein bisschen hochging. Na, woher kommt das? Das ist relativ einfach, wenn man sich vorstellt. Ich mache mal ganz gern Extrembeispiele. Sagen wir mal, die SNB hätte einen Zins von 10%. Ja, dann ist es klar, dann würden wir sagen, auch dann kann ich ja Geld auf ein Sparkonto in der Schweiz anlegen. In dem Moment, wenn die Zinsen senkt auf 1% und die EZB, die würde im gleichen Zeitraum die Zinsen erhöhen auf 10%, ist klar, dass ich natürlich meinen Schweizer Franken verkaufen würde und wieder in Euro anlegen würde. Das heißt, das Geld wandert dahin, wo es den höchsten Zins hat. Ja, und das ist halt so in dem Moment, wenn die Schweizer von 1,5% senken auf 1,25%, dann sind wieder ein paar Anleger, die halt sagen, das ist mir jetzt aber doch ein bisschen wenig, da ist der sichere Hafen Schweizer Franken, das ist zwar interessant, aber wenn ich keine Rendite kriege, bringt mir das halt auch nichts. Und die wechseln dann zum Beispiel in den Euroraum oder in den US-Dollar-Raum. Das können wir jetzt gleich mal anschauen, ganz kurz. Das ist so ganz, ganz interessant, dass man da solche Zusammenhänge einmal kennt. Gehe ich mal eben hier hin. So, dann gucken wir uns mal. Haben wir das schon auf? Der Euro-Dollar. Nicht so, Euro-Dollar ist ja Quatsch. Wir brauchen der Schweizer Franken. Moment. Hat ja mit dem Dollar nichts zu tun, sondern mit dem Dollar halt nur in Verbindung zum Schweizer Franken. So, US-Dollar, Schweizer Franken. Na, und hier, da kann man sehen, hier, da kam die Zinsentscheidung raus. Ne? Zinsen wurden gesenkt. Dementsprechend ist Dollar attraktiver. Ja, wir handeln ja hier den Schweizer Franken, deswegen ist der Schweizer Franken, besonders der Dollar, entsprechend hoch angestiegen. Es kommt meistens halt die Frage, oder die Frage kommt auch hier, warum im Prinzip steigt das? Der Schweizer Franken müsste doch sinken. Da ist im Prinzip wichtig zu wissen, wir handeln immer das erstgenannte Währungspaar. Das zeige ich mal ganz kurz. Machen wir hier ein bisschen dicker. So, wir handeln also, wenn wir hier, andere Farbe. Wenn wir den US-Dollar, Schweizer Franken handeln, dann handeln wir immer das erstgenannte Währungspaar. So, das erstgenannte Währungspaar, das ist der Preis, den wir hier sehen.
Das heißt also, wenn der Kurs steigt, heißt das, dass der Preis für den US-Dollar, der wird höher. Und die Einheiten, die wir hier sehen, diese Einheiten, mal in einer anderen Farbe, diese Einheiten, die wir hier sehen, diese Einheit, das ist in Schweizer Franken. Also das heißt dementsprechend, wenn wir jetzt hier stehen hätten, ein anderes Währungspaar, mal zum Beispiel, wir hätten hier den Euro US-Dollar stehen, dann wäre dementsprechend, wäre quasi das unser Kurs, wäre der Preis des Euros und hier die Einheit, das wäre dann in Dollar. Und das ist tatsächlich bei jedem Währungspaar so. Und das kann man sich von da ganz gut merken, wenn man überlegt, okay, warum steigt das, fällt das, wenn ich weiß, dass ich hier den Preis handle von der erstgenannten Währung, dann weiß ich, wenn der Kurs steigt, wird die erstgenannte Währung, also Dollar, stärker und der Schweizer Franken damit schlechter. Ja, und das ist ganz genau das, was wir hatten. Das Gleiche sehen wir halt auch, wenn wir uns den Euro-Schweizer Franken anschauen, was ich schon hier drin habe. Schweizer Franken. Ja, und hier sehen wir das gleiche, nehmen wir eben den Bivop, den Smart Trend Indikator raus. So, ne, hier sieht man es auch genau hier mit den Daten entsprechend hochgegangen. Na, und da ist hier wieder die gleiche Logik. Wir haben hier ist es andersrum, hier ist der Euro. Schweizer Franken. Dementsprechend, ne, ist das, was wir handeln, ist der Euro. Der wird stärker. Das, was wir hier sehen, ist in Schweizer Franken. Ja, so kann man sich das immer merken, ne, weil das mit dem Währungshandel, dass wir ja immer eine Währung gegen eine andere Währung handeln, ist das nämlich gar nicht mal so einfach, wie wir das jetzt beim DAX haben oder bei einer Aktie haben oder so. Ja, aber ich denke, so ist das ein bisschen nachvollziehbar. Wie das oder warum das überhaupt so ist, warum ist das denn so, dass da auf einmal der Kurs nach oben geht, wenn die Schweizer Notenbank die Zinsen senkt? So, gehen wir nochmal hier rein, sonst gucken uns jetzt, können wir das hier kleiner machen, Euro-Dollar auch, brauchen wir jetzt nicht. Na, Nasdaq fällt noch ein bisschen weiter. Das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir wollen ja da genau auf die Umkehr so ein bisschen warten. Dow Jones, da sieht es ein bisschen anders aus. Ich mache das auch nochmal groß hier. Na, wir sehen hier, das ist jetzt in der Stunde. Na, da sind wir eher so in so einer Seitwärtsphase. So ein bisschen richtungslos, natürlich im Tageschart. Da sind wir auch aufsteigend hier, aber sehen wir auch, dass wir eigentlich so, ja, seit Ende März, also seit April, Mai, geht so ein bisschen hin und her. Wir sehen auch, dass der gleitende Durchschnitt hier komplett seitwärts ist. Wir sehen, dass die beiden Durchschnitte sich regelmäßig schneiden. Na, das ist ja für uns immer das Zeichen, dass wir gerade keinen Trend haben. Ja, Trend haben wir hier, wenn wir sehen, dass der eine Durchschnitt stark ansteigt und der andere, dass der Abstand entsprechend höher ist. Na, das ist halt was wir brauchen für einen Trend. Hier haben wir keinen Trend. Das heißt, hier können wir sowohl Long als auch in Short-Richtung handeln. Zoomen mal ein bisschen rein, dass wir hier die relevanten Linien nochmal einzeichnen. Nehmen die erstmal raus am besten. So, nehmen wir die mal raus hier. Das rausnehmen, so perfekt, dann können wir das nämlich neu einzeichnen. Also für uns natürlich relevant, dass wir hier oben das sehen. Nicht relevant hier dieses Zwischentief, dass wir das wissen. Also hier oben. Und nimm mir dieses hoch, ne? Einfach, es kann auch sein, dass man an so einem alten Hoch abprallt. Also da muss man nicht direkt auf so ein neues Hoch drüber gehen. Und dann nehmen wir am besten noch dieses Tief mit rein. So, dann haben wir schon mal, ne, einfach die ganz simplen, markanten Hochs, markanten Tiefs drin.
die wir da brauchen können und können dann auch entsprechend in die 5 Minuten reinzoomen. Und als Stunde haben wir hier, hier eine Stunde brauchen wir noch. Da machen wir folgendes, dass wir dann hier auf das Tief einzeichnen, Stunde. Hier, das waren Daten übrigens hier, ne, das ist für uns interessant. Und dann können wir nämlich auch noch entsprechend hier das, so, dieses Hoch mit einsetzen. Und hier unten, ne, da sehen wir auch, da ist der Kurs ja mehrere Male dran gelaufen, also von da wichtige Unterstützung für uns. Und dann können wir in die 5 Minuten reingehen. So, die Markteröffnung ist nämlich da. So, jetzt gucken wir nämlich mal. Ja, Nasdaq fällt weiter. Wie gesagt, deswegen wollen wir auch da erstmal noch gar nichts machen. Können jetzt hier im Dow Jones nochmal schauen. Ja, der ist aber seitwärts. Ja, Nasdaq wird jetzt doch stärker abverkauft, ne? Also das ist halt ein Riesenvorteil, wenn wir mit so einem Trendindikator arbeiten, dass wir da natürlich immer erst warten, bis wir auch eine Umkehr haben. Ne? Nochmal Vorteil, wenn wir direkt mit Unterstützung arbeiten, dass wir frühzeitig drin sind, ne? Aber das natürlich einfach durchfallen kann. Und wenn wir einen starken Abwärtstrend haben, dann ist natürlich schon interessant, dass wir über einen Indikator erst sehen, okay, da kommt eine Umkehr und jetzt kann auch der Kurs tatsächlich drehen. Hier nochmal eben. Hier sind wir noch nicht unter dem Tief, das ist schon mal ganz gut. Also da könnte es sogar eher Richtung Long auch gleich nochmal gehen. Ne? Wenn wir hier unter dieses Tief kommen, ne, dann wird es ein bisschen gefährlicher, weil wir dann natürlich mehr Abwärtsdruck haben. Aber jetzt warten wir kurz ab. Jetzt haben wir erst die 3. Minute von der Markteröffnung. So. Das ist einmal der 55er und hier haben wir den 21er. Und das zeige ich, schreibe ich mal eben dran. Wir haben die Frage gerade noch. Und der 55er. Und manchmal habe ich auch dann auch, also wenn ihr noch so einen ganz groben Indikator drin haben wollt, dann, ne, was man so kennt, die 200-Tageslinie mit 200, die 233er, eins von beiden. Na, ich nehme meistens dann die 233er, macht aber eigentlich nicht so viel aus, weil das tatsächlich ja nur so die übergeordnete Zeitebene ist. Und weniger, dass man, also dass ich zumindest jetzt damit handle. Ich will nochmal hier gucken, wie es so nach unten ist. Können wir durchaus nochmal probieren, auch sogar hier über den Trendindikator Short reinzukommen. So, ich steige ein. 0,5% müsste ausgerechnet sein hier. Genau, 213 Euro. Also hat entsprechend die Menge so ausgerechnet, dass wir hier zwischen Stop-Loss und Einstieg 0,5% haben. Das passt. So, machen das hier mal weg hier.
Aber wir haben jetzt hier unten, ja, genau, sagt ja jetzt halt nicht ganz drunter. Trotzdem, gerade halt hier so zur Markteröffnung, kann die Richtung auch mal wieder wechseln. Also ist einfach jetzt beim Einzeltrade sowieso eine 50-50-Chance. Indikator war zumindest sehr schön steil nach unten. Das ist schon mal gut. Ne? Und dann ist es halt immer die Sache der Quote, ob der läuft oder nicht. Wie gesagt, beim Nasdaq möchte ich halt warten, bis er tatsächlich dreht, bis unser Indikator dreht. Und Dow Jones jetzt mal abwarten, hoffe natürlich, dass wir da jetzt noch die Drehung hinbekommen. So, wir können auch noch mal gucken, wenn er jetzt doch fallen sollte. Wenn wir hier runterkommen, dann tippe ich auch mal, dann sollten wir auch definitiv hier diese Tiefs brechen. Und dann haben wir auch noch deutlich Platz bis nach unten. Wenn wir eigentlich so die, nur eigentlich deutlich Platz, ne, also das hier, ne, das sind im Prinzip diese Tiefs, also auch da sieht man immer wieder, dass halt so alte Hochs immer wieder interessant sind. Also das, was man quasi so in der ersten Stunde technische Analyse lernt, so ein altes Hoch, einfach mal eine Linie einzuzeichnen, dann sieht man es, der Kurs geht hier durch, geht deutsch durch, kommt dann runter und prallt dann genau an so einem alten Widerstand ab. Also das ist ganz interessant. Deswegen, ich tippe mal, wenn wir hier unten mal hier drunter gehen würden, das wird natürlich noch eine harte Nuss sein, weil wir hier so viele Tiefs haben. Aber wenn er durchgeht, dann dürfte eigentlich auch der Platz bis hier unten frei sein, ich sag mal, so bis zu dem Bereich. Das würde ich also entsprechend mal hier. So, mal hier in dem Bereich legen. Hätten wir 850, das wären dann ziemlich genau 3R. Also das heißt, die dreifache Summe von dem Risiko, was ich eingegangen bin. Also von daher, das wäre ein sehr schöner Trade. Gucken wir jetzt erstmal. Trade hat noch alle Chancen. Wichtig ist dadurch, dass der Nasdaq mittlerweile relativ unabhängig vom Dow Jones ist. Ne, wir sehen das hier, dass es sich sein kann, dass eine Kerze vom Nasdaq steigt und die Kerze vom Dow Jones fällt. Das war früher halt undenkbar. Ja, aber deswegen bleibt es für mich hier im Nasdaq. In dem Moment, wenn wir hier den Farbwechsel haben auf Grün, da würde ich probieren, dass wir entsprechend long reinkommen. Beißt sich nicht jetzt mit der Einschätzung, dass der Dow Jones einfach halt technisch gesehen auch noch fallen kann entsprechend. So, jetzt haben wir hier auch vom Trendindikator. Da sind wir jetzt auch im Prinzip short. Der ist, finde ich, jetzt wieder rot. Also da hätten wir jetzt auch sogar jetzt das Short-Signal. Das ist halt immer so ein bisschen, was wollt ihr halt machen? Ja, also das möchte ich mal ein bisschen zeigen, weil häufig die Fragen kommen, wann setzt man denn überhaupt was ein? Und da gibt es im Prinzip drei Fälle, die wir haben. Einmal haben wir im Prinzip so eine Art Seitwärtsmarkt. Ja, den müssen wir ja irgendwie handeln können. Und dann haben wir einen Trendmarkt, den wir handeln wollen, der irgendwie so geht. Und da ist halt dann die Frage, wie möchten wir einsteigen?
Heißt also, wollen wir sozusagen mit dem Rücksetzer einsteigen? Also wollen wir irgendwo hier einsteigen und long einsteigen? Oder aber wollen wir sagen, dass wir so ein bisschen abwarten und dann ungefähr hier einsteigen wollen? Ne, einfach deswegen, weil wir dann halt besser sehen können, weil wir wissen ja, ne, es kann ja durchaus auch sein, dass der Kurs halt hier weiterfällt. Dann ist natürlich der Einstieg interessanter als dieser Einstieg hier, weil hier ist mir die Gefahr, dass das entsprechend durchfällt. Ja, wenn wir hier einsteigen wollen, das ist im Prinzip genau das, was ja der Smart Trend Indikator macht, dass er halt sagt, der Kurs geht rauf, geht runter, ne, und dann steige ich hier ein. Ja, und das muss sie, was wir mit dem gleitenden Durchschnitt machen, ist, dass wir sagen, in dem Moment, wenn er rauf geht, runter kommt, dass wir sozusagen gegen das Momentum einsteigen, ne, in der Hoffnung aber, dass er typischerweise da halt doch drehen kann. Ja, Frage ist, ob ich mit Echtgeld handle oder nicht. Ich handle mit Echtgeld. Ich habe auch ein Copy Trading Konto, was an einer Vermögensverwaltung angeschlossen ist, was gehandelt wird. Ich handle für diverse andere Konten, die ich für eine Gruppe vorzeige, mit Überweisungsquittung. Also keine Sorge, dass die Trades, die ich mache, das sind Trades, die mit Echtgeld umgesetzt werden. Ja, und das ist also auch das, was ich schon seit langem mache. Ich glaube schon seit 2013 oder sowas. Wir sind seit jeher waren wir eine der ganz, ganz wenigen. Also ich kenne da sonst keinen, der also auch die Handelssignale für eine Vermögensverwaltung im Prinzip einsetzt bzw. verkauft und die das dann für ihre Kunden umsetzt. Ne, und das kannst du nur, wenn die profitabel sind. Das wird nicht funktionieren, wenn die Vermögensverwaltung da sagt, das ist nicht von mir. Oder du kannst zum Beispiel auch mal googeln bei Follow My Money, da im Prinzip bin ich auch einer von den Tradern. Das ist jetzt kein CFD-Handel, das ist jetzt ein Zertifikatehandel, ne, aber auch die prüfen Trader und dergleichen. Also das gerne mal nachschauen, wenn da irgendwelche Zweifel sind oder so. So. Müssen wir gerade mal schauen hier. Ja, jetzt kommt er doch wieder gut hoch. Schade eigentlich, weil wir hier schon ganz gut auf dem richtigen Weg waren. So, da ist der aber raus. Ich mache das mal groß eben hier. Weil Nest hier könnte gleich interessant werden, je nachdem, wenn wir hier die erste grüne Kerze haben, weil wir da ja auch den etwas stärkeren Aufwärts drin haben. So, Kerze ist grau, das heißt noch kein Einstieg für mich hier. Ich sage das nochmal eben. Na, also wir sind jetzt doch im Prinzip deutlich hier durch. Und ich sagte eben, das eigentlich waren so die erste starke Unterstützung, die wir hier hatten. Ne, das hat den Vorteil, dass wir hier erstmal nach unten laufen lassen können, aber noch keinen Einstieg haben. Deswegen, das ist mal so ein bisschen, was man so abklären muss oder für sich überlegen muss, will ich den direkten Einstieg haben, was ich halt auch häufig mache mit einem Fibonacci, oder aber, ne, möchte ich halt erst das Momentum auf meiner Seite haben und das wir halt dann gucken, dass man dann entsprechend auch rumspekuliert. Ja, aber jetzt können wir hier mal uns ein bisschen hier drauf konzentrieren.
Nasdaq vom Steigen her eher mein Favorit vom Chartbild her und auch von der Gewichtung von den Tech-Werten. Ja, zieht aber doch eher der Dow Jones hoch. Gucken, jetzt haben wir hier noch 200 Minuten hier bis hier zur nächsten 5-Minuten-Kerze. Wieder, das wäre so mein Favorit im Nasdaq, da nochmal long reinzukommen. Ist schon extrem, wie Nvidia die Märkte hochziehen oder beziehungsweise auch hochlassen. Oder Ja. hochlässt, besser gesagt. Nvidia ist echt stark. Ja, die hat jetzt auch Microsoft und Apple als Wertpapierunternehmen abgelöst. Ja, und bereits schon auch in der Marktkapitalisierung 100 Milliarden Puffer aufgebaut, habe ich gerade eben gesehen. Aber in der Größenordnung ist das ja kein Puffer, ne? Da machst du 2 oder 3% Minus als Unternehmen, dann sind die 100 Milliarden ja weg. Ja, das Also, stimmt. das ist einfach eine andere Größenordnung als man. Also ich weiß noch, als die VW-Aktie, als die bei 1.000 Euro stand, da war die, glaube ich, auch mal kurzfristig, war die, meine ich, auch so 1 Billion wert. Und habe gesagt, ja gut, das war einfach nur durch den Short Squeeze, und dann kam sie wieder runter und war dann irgendwie 100 Milliarden, 80 Milliarden schwer. Und wenn man jetzt so denkt, das ist auch noch nicht mal das, was es, also noch nicht mal ein Drittel jetzt von Microsoft oder so, ist das schon interessant. Ja, diese Woche kam ja auch die Meldung, dass der ETF für den Technologiesektor XLK ja umschichtet und Nvidia ja auch von 6%, glaube ich, auf 21 oder 20% gewichtet werden soll. Das heißt, da werden auch, glaube ich, das waren 10 Milliarden US-Dollar an Aktienwert, die gekauft werden müssen. Genau. Ich weiß gar nicht, wann es war, ob es jetzt letzte Woche Freitag oder diese Woche Freitag ist. Ich habe nur gelesen, an irgendeinem Freitag angeblich müssten sie es umschichten. Aber ich persönlich glaube ja, dass sie das eher dann machen, wenn sie es halt nicht ankündigen, ne? Weil sonst machen sie ihre eigenen Ja, Preise ja kaputt. so sieht's aus, ja. Ich sag mal, bei so einem hohen Wert ist ja jetzt nicht so, dass du Market reingehst. Wahrscheinlich nicht, nee. Das wird nach und nach aufgebaut. Ja, aber das fand ich echt interessant, dass auch Apple dann entsprechend von 21% oder knapp 21% auf 4,5 reduziert wird. Wahnsinn. Ja. Nvidia übernimmt die Weltherrschaft. Aber bei den großen Unternehmen gemischtes Bild aktuell. Apple, Microsoft leicht hinten, Tesla leicht hinten. Google hält sich gerade so einigermaßen und ja, Nvidia 3,2% vorne. Und Meta, glaube ich, ist nach vorne, ne, jetzt aktuell.
Ja, aber mein Nestec will noch nicht so hier. Und wenn es weiter runter geht, dann werden wir natürlich hier keine grüne Kerze sehen, weil dann der Trend ja eher wieder Richtung Short ist. Kann jetzt hier mal Folgendes machen, dass wir mal nach unten hin abmessen. Ja, und da ist ja meine Vorgehensweise beim Fibonacci ist, dass ich, ne, wenn wir uns quasi so eine Art Zickzack-Indikator einzeichnen, ganz grob von den Hochs zum Tiefs, zeichnen wir so ein. Es geht hier runter und dann geht es im Prinzip hier rauf, dann geht es wieder runter. Und für mich ist immer interessant, wo ist dieser erste Knick? Und bei diesem ersten Knick, da möchte ich die 100% drauflegen und hier oben quasi beim Startpunkt, also wenn ich nach unten zeichne, fange ich mit einem Hoch an. Wenn ich nach oben zeichne, fange ich mit einem Tief an, dann wäre also die 0% hier oben und die 100% hier unten. Na, und das zeichnen wir jetzt einmal ein, dass wir damit vielleicht ein bisschen besser abmessen können, wo er vielleicht unten drehen kann, wenn er hier tiefes Tief macht oder so. Das sind auch immer interessante Einstiege, gerade wenn man davon ausgeht, dass der Kurs eigentlich steigen kann. Na, dementsprechend nehmen wir uns jetzt hier das Fibonacci. Ich würde es, ne, von diesem Tief hier oben hinziehen. So, dann können wir den Plan erweitern. Erweitern heißt einfach, ne, dass ich jetzt, ne, das ist jetzt gleich, wenn ich jetzt noch einen neuen Plan aufmache und hier drauf, zeige ich am besten nochmal. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ne, ich sehe jetzt, dass der Kurs hier unten rausgelaufen ist. Das heißt, ich möchte ja als technischer Analyst wieder irgendwelche Linien haben, an denen ich mich orientieren kann. Und das mache ich dann folgendermaßen, dass ich dann die 100%, die setze ich auf die 161%. Ich zeige das mal eben, also wenn wir die hier hinsetzen, setzen die 0% hier oben drauf, also wo sie war, ne, die 0% bleibt. Ich weiß mal hier, mal sehen, ob wir den auf die linke Seite machen können. Ne, können wir nicht. So, was man aber jetzt hier im Prinzip sehr schön sehen kann, dass die neuen Linien sind halt auch gleichzeitig die alten. Das heißt, die alten Widerstände, die bleiben alle drin. Ich bekomme halt nur hier unten entsprechend neue Unterstützung, neue Widerstände. Na, und das Gleiche, so, dann können wir das noch ein bisschen genauer einzeichnen. So, jetzt mal hier auf das hoch, dass das genau passt. Das sieht gut aus. Jetzt kann ich, ne, jetzt sehe ich, dass der schon wieder hier unten drunter durchgeht. Das heißt, ich habe ja hier unten schon wieder keine Unterstützung. Dann kann ich hier den alten Plan, den ich hatte, hier die 100%, kann ich entsprechend nach unten ziehen. So, ne, und jetzt habe ich nämlich hier unten Unterstützung, die ich haben will. Und dann können wir hier das alte weglöschen. Ne, und wer mich schon so ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich gerne an der 118% einsteige, beziehungsweise dass ich eigentlich sage, so der Kurs sollte in der Unterstützungszone hier zwischen der 118 und der 138 drehen. Das ist im Prinzip so die Zone, wo der Kurs steigen sollte. Ja, dementsprechend ist das in meinem Setup so, dass ich den Einstieg dann hier hinlege, ja, weil er kann ja also auch schon am oberen Teil von diesem Rechteck abprallen. Und wenn ich halt sage, der kann bis hier unten durchgehen, dann möchte ich natürlich den Stop-Loss logischerweise hier unter dieses Rechteck legen. Ne, legen wir also einfach in die Hälfte, also quasi hier zwischen 138 und 161 sind wir genau auf die Hälfte. Und das ist das Setup, was ich gerne handle. Und das ist halt immer dann interessant, wenn wir davon ausgehen können, dass der Kurs mit dem, ne, ich sag mal, also in so einem Abwärtstrend, in so einem leichten, ne, kommt und dann sozusagen das tiefere Tief macht und dann erstmal wieder hochgekauft wird. Ja, und deswegen würde ich tatsächlich, weil ich in Nasdaq gerne long rein möchte, würde ich also auch das probieren. Und ich sage mal, sowas hier ist auch immer häufig zumindest eine ganz gute Unterstützung. Das heißt, so einen leichten Abwärtstrend sollte er das tiefere Tief machen. Und dann würden wir mit dem tieferen Tief halt hier bei der 118% in Long-Richtung einsteigen können. Und das kann ich dann direkt hinlegen über eine Pending Order. Dann hier sagen, so, hier ist der Einstieg. Wir wollen den Stop-Loss genau in die Mitte setzen. Dann kann ich Ordern sagen, dann macht den direkt wieder aus, dass er nicht noch eine Order reinwirft. Dann sehen wir hier,
dass wir die 230 Euro, also das halbe Prozent Risiko haben. Also das ist halt mir mal wichtig, ich möchte immer das gleiche prozentuale Risiko handeln. Ganz egal, ob der Stop-Loss 100 Punkte entfernt ist oder 1000 Punkte oder aber 10 Punkte oder sowas. Aber sonst, wenn der Kurs jetzt hier nicht runterkommt, wenn der Kurs jetzt hier entsprechend steigen sollte, dann möchte ich auch Long rein und dann komme ich ja hier über diesen Smart Trend Indikator rein, weil der mir dann natürlich hier irgendwo sagt, ich werde grün. Das heißt, ich habe also das Momentum dann auf meiner Seite, habe dann im Prinzip hier höchstwahrscheinlich auch schon mal ein höheres Hoch zu diesem kleinen Hoch, was dann ganz gut ist. Und dann kann ich da entsprechend Long einsteigen. Also ähnlich das, was wir jetzt im Prinzip hier gehabt hätten, wenn ich denn jetzt hier im Dow Jones mal gesagt hätte, ich möchte Long rein, dann wäre natürlich mit Öffnen von der grünen Kerze jeder Einstieg. Der Stop-Loss hier unten drunter, ne, und dann wird er entsprechend anstellen. So ungefähr ist das. Ist hier für mich gar nicht mal so interessant, weil wir hätten einen relativ weiten Stopp. Ne, und ich bin ein Trader, ich handle immer ganz gerne mit einem höheren CRV. Das heißt also, wenn ich hier einen engeren Stopp nehmen kann, was dann das halbe Prozent ist, dann bin ich natürlich, wenn er hier hingeht, schon ein Jahr vorne, bin ich hier zwei Jahr vorne, bin ich hier oben schon entsprechend drei Jahr vorne. Ne, also von daher, es geht in meinem Traden nicht unbedingt darum, nur dass ich sehe, ach ja, stimmt, ich hätte jetzt hier einsteigen können und der steigt natürlich, also drin gewesen wären, ist immer besser, als wenn man nicht drin ist. Gar keine Frage, aber ich möchte euch einfach zeigen, dass jetzt so ein verpasster Trade nicht so schlimm ist, weil ich einfach einen sehr weiten Stop-Loss hatte. Und das heißt dann natürlich auch, dass dieser weite Stop-Loss, also das, wenn wir jetzt hier das mal so einzeichnen würden, so, dann ist das halt 0,5 Prozent. Und dementsprechend kann ich natürlich die Strecke bis nach hier oben hin abtragen, bis ich dann erstmal das halbe Prozent vorne bin. Und jetzt sind natürlich hier diese kleine Strecke, das ist jetzt 0,5%. Und dementsprechend ist natürlich dann, wenn er jetzt hierhin geht, habe ich schon 0,5 verdient. Wenn er hierhin geht, 1% verdient. Und wenn er hierhin geht, habe ich schon 1,5% verdient. Und deswegen ist also für mich so ein Einstieg wichtiger. Na, dass ich den nach Möglichkeit kriege, als dass ich hier so einen Einstieg kriege, wo ich so einen relativ weiten Stop-Loss habe. So, jetzt mal ab, was der Kurs macht. Nasdaq kommt langsam runter. Ja, warum nicht? Ist jetzt aktuell relativ wenig los. Es ist wenig Vola hier, die wir jetzt in der letzten Kerze haben. Hier zumindest, das sind ja nur so 12 Punkte für eine 5-Minuten-Kerze. Im Nasdaq nicht so viel.
So, Nasdaq kommt langsam runter, dass die Einstiegsorder liegt. Ja, also von da, das ist halt, das ist immer wichtig, das, von da ist es wichtig, im Vorfeld für mich zu überlegen, wo könnte halt ein Kurs hingehen. Ne? Deswegen fange ich halt auch immer an mit dieser übergeordneten Analyse und dass man dann sagen kann, okay, wenn wir in einem Aufwärtstrend sind, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt, ne? Auch wenn wir jetzt hier einen etwas größeren Rücksetzer haben. Aber wenn wir das nicht wären, dann würde ich zum Beispiel halt hier unten so einen Einstieg gar nicht halt handeln wollen, ne? Weil dann wären wir ja zumindest kurzfristig hier von diesem Kursverlauf ja short, ne? Also dann wäre es zum Beispiel auch interessant, dass man, wenn man hier bei so einem Indikator, wie ich es eben hier probiert habe, short einzusteigen, ne? Möchte ich aber halt aus diesem Grund nicht, ne? Einfach, wenn wir halt da so einen übergeordneten Trend, so einen starken Long-Trend haben, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit zumindest höher. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt dieser Trade läuft oder so. Das ist halt leider das, was das Trade noch ein bisschen komplexer macht. Einfach halt, weil du nicht direkt die Rückmeldung bekommst, ah ja, stimmt, über einen Trend, du bist in den Trade eingestiegen und der ist gelaufen, sondern wir können ja immer nur sagen, von 30, 40 Trades werden halt so und so viele laufen, die ich dann mit dem Trend eingehe. Und das macht es natürlich schwierig, dass man auch als privater Trader dann halt bei seinem Risikomanagement und bei seiner Handelsstrategie bleibt. Aber ihr seht, ich möchte schon sehr stark long reinkommen, ne? Und deswegen möchte ich mir da sozusagen die Option offen halten, dass ich entweder dann, wenn er hier runterkommt, dass ich dann mit einem sehr schönen engen Stopp reinkomme. Ja, das ist meistens so der Vorteil, wenn ich einen Rücksetzer nehme, ja, dass der Kurs halt dann schon recht weit unten ist und dass man dann nach Möglichkeit oder, ne, mit gewissen Linien dann besser sagen kann, wo könnte er zumindest erstmal ein bisschen drehen. Ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob der Kurs hier runterkommt und dann so hoch geht, das kann ich nicht sagen. Ich kann immer nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da, dass wenn er hier runterkommt, dass er typischerweise schon mal so hier hingeht. Ne? Und das wäre auch dann was, wenn er da hochgeht und hier deutlich über der 100% ist, dass ich dann auch meinen Stop-Loss entsprechend auf Break-Even nachziehe. Ja, deswegen mache ich das, weil ich dann halt hier in dem Punkt nicht weiß, geht er rauf oder aber setzt er einfach seinen Abwärtstrend fort und dann will ich ja gerade nicht. Wenn er hier erstmal schon abgeprallt ist, dann will ich gerade nicht hier unten dann im Minus ausgestoppt werden, sondern dann habe ich die Chance da gehabt. Ne? Und dann ist es halt so, entweder steigt er dann oder aber er fällt. Ne? Blöd ist halt immer, wenn er bis hierhin fällt und dann steigt, aber das ist dann halt so das Szenario, was für mich dann auch ungünstig ist, das nehme ich halt mit in Kauf, ne? Weil er typischerweise eher dann doch mal durchfällt. Also ich verpasse durch diese Strategie mehr Verlierer, als was ich jetzt an positiven Trades dann verliere, wenn ich das dann nicht so machen würde. Ja, nehme ich eben raus. Danke für den Hinweis. Alles so ein bisschen eingeschlafen gerade. Ja. Ich denke, war ja auch gestern Feiertag in den USA, ne? Meine ich. Ja, Da ist richtig. gestern unterwegs, ja. Und Obwohl. dementsprechend da vielleicht noch welche, die schon die Woche abgeschlossen haben oder so. Ja, aber morgen ist ja ein großer Verfall, ne? Das stimmt, das stimmt. Gut, das ist natürlich dann auch was, dass vielleicht einige auch ihr Pulver trocken halten wollen für morgen, weil das ist ja etwas, morgen im Prinzip lohnt sich ja so die Marktbeeinflussung, ne, gerade so bei so Banken, wenn die, oder auch von großen Marktteilnehmern, wenn die ganz gewisse Optionen haben, die dann noch ins Geld kommen
können, ja, die so sag mal, knapp am Geld sind und ins Geld kommen können, dann im Prinzip lohnt sich das natürlich, dass man da probieren kann, Kurs in die eine oder andere Richtung zu treiben. Das ist ja auch das, was wir dann auch manchmal sehen, dass die Kurse dann kurz vor 12 oder kurz vor 13 Uhr, je nachdem, wann der Verfall ist, dann nochmal richtig ausschlagen. Hast du viele Optionen damals gehandelt, Nelson, an der Eurex? Du bist ja da zertifizierter Händler. Ja, ich habe tatsächlich schon ein hier und da mal Optionen gehandelt, aber ehrlicherweise dann eine US-amerikanische. Ach so, okay, ja. So, der Nasdaq nähert sich weiter unserem Tief. So, jetzt ist gleich interessant. Bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir mit einem tieferen Tief. Ich auch mal, dass wir da reinkommen. Da natürlich auch nicht durchfällt. Ja, klar. So, jetzt müssten wir gleich reinkommen. Ja, der Dow Jones macht heute echt sein eigenes Ding. Tech, Absolut. Nasdaq und S&P, die bewegen sich einigermaßen gleich, aber Ja, die Gewichtung im Nasdaq, Dow Jones ist einfach eine ganz andere, ne? Dadurch halt, dass er so überhaupt nichts mit Marktkapitalisierung zu tun hat. Sind anscheinend dann doch Aktien drin, die sich dann so ganz, ganz anders bewegen. Aber ist ja eigentlich im Prinzip gar nicht mal schlecht, ne? Also was bringen uns Indizes, die alle gleich laufen? Also von daher finde ich das gar nicht so schlecht mit der alten Vorgehensweise, dass man da von dem Aktienbetrag dann die Gewichtung festlegt. ja, definitiv. So, jetzt hoffentlich hochbar gleich. Ja schon mal gucken, dass das, was ich sagte, dass wir dann halt hier oben dann schon, ne, wenn er laufen sollte, dann ein sehr schönes Vielfaches haben. Ja, aber dafür muss er natürlich erstmal drehen, werden wir gleich sehen.
Max gibt jetzt auch von den Tagesform hoch etwas nach. Ja, wir haben es auch schon mal so die einige Tage gehabt, dass halt auch ein Nestle dann erst so um 18, 19 Uhr dann rumdreht und halt dann erst stark anzieht. Also das weiß man immer nicht so genau. Und deswegen halt auch mal so wichtig, dass ich da mit dem immer mit dem gleichen Risikomanagement drin bin, weil man das genau nicht weiß, wie so ein Einzeltrade läuft. Würde mich natürlich freuen, wenn er dreht, aber jetzt aktuell sieht es natürlich erstmal nicht gut aus. Das wäre jetzt wichtig, dass er hier die Unterstützung bei 138 annimmt. So, die nächsten 5 Minuten kommt gleich. Aber dann werde ich auch gleich schon was dazu sagen, wie ich den Trade manage. Und schon mal das simpelste Szenario ist natürlich, wenn er jetzt hier unten durchfallen sollte. Und dann ist er halt, dann ist er einfach raus hier. Na, klar. Dann bin ich ausgestoppt. Wenn er das aber nicht tun sollte, weil dann ist ja interessant. Was ich dann machen würde, dann, ich sagte ja gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass er hier in diesem Bereich, in dieser Box, dass er da drehen kann und dass er typischerweise halt auch irgendwie so hier in den Bereich kommen sollte. Das heißt, also ich werde den Stop-Loss genau nachziehen, wenn der hier hinkommt. Ich sage gleich noch einen Kurs. Ne, und dann ist, dass ich mindestens 2 R haben will. Das dürfte also ungefähr hier sein. Typisch mal, ja, da müssen wir das gleich nochmal ausrechnen. Wo das dann genau ist, das ist so mein Minimumkursziel. Da kann man dann schon mal gucken, geht er durch, geht er nicht durch. Und ansonsten, wenn er natürlich nach oben geht, ist die Wahrscheinlichkeit einfach, weil er im Stundenchart und im Tageschart, weil wir da stark long sind, dass er natürlich hier oben das hochbricht. Und deswegen, also hier oben nochmal liegt jetzt der Take Profit, den würde ich auch dann wiederum probieren, ein bisschen wegzuziehen. Weil wenn der Nasdaq aktuell Fahrt aufnimmt, dann steigt er halt sehr, sehr stark. Also das sind halt dann Trades, die man auch durchaus mal zumindest probieren kann, ein bisschen weiterziehen, ob das dann immer klappt oder nicht. Das ist dann die andere Frage. Das klappt bei mir auch nicht immer. Gar keine Frage. Jetzt sind wir wahrscheinlich auch gleich heraus. Aber einfach nur, dass ihr so schon mal grundsätzlich wisst, was würde ich machen, wenn er jetzt doch steigen sollte. Also das heißt, hier über die 100% Stop-Loss auf Entry nachziehen. Und wenn er halt weiterlaufen würde, wäre Minimumziel bei 2R, also beim zweifachen Abstand hier von diesem Abstand hier. Na, und dann natürlich gucken aber schon die Spekulation, dass er nach Möglichkeit halt weitergehen kann. Aber ich glaube, jetzt sind wir eh gleich raus. Nochmal die 2 Minuten warten.
Jetzt wird wahrscheinlich gleich raus sein. Ja, noch lebt der Trade. So, da ist er raus. Ja, schade. Aber wieder trotzdem, ne? Und das ist das, denke ich, das ist das Wichtige, was man halt immer mitnehmen muss. Sicherlich schaut man sich halt da mal an, ne, war der Einstieg hier richtig oder nicht. Aber wichtig ist natürlich, wir können immer nur beurteilen im Vorfeld, ne? Und wie gesagt, dadurch, dass wir diese ganz starke Long-Tendenz hatten, sind das für mich Einstiege, die ich auch jederzeit immer wieder nehmen möchte. Ne, das ist halt wichtig, dass wir halt nicht unsere Strategie deswegen ändern, weil halt Einzeltrades nicht funktionieren. Weil wir wissen ja, dass halt gerade auch, wenn ihr ein höheres CRV handelt, gerade wenn ihr im Prinzip ein Zweier CRV und höher handelt, dann sind wir bei einer Trefferquote, die ist kleiner als 40%. Das heißt, wir wissen ja, dass von 10 Trades gehen halt 6 schief und im Prinzip 4 Trades laufen. Ne, und das ist halt wichtig, dass wir dann natürlich die 5, 6 Trades, die nicht laufen oder die, sagen wir mal, im besten Fall dann auf Einstieg rausgehen, dass wir die halt akzeptieren und dass man dann nicht sagt, ich muss jetzt meine Strategie ändern, weil die Strategie ist ja extra so aufgebaut. Okay, dann von meiner Seite vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, immer gerne FX-Chat schreiben, wird mir weitergeleitet, beantworte ich gerne auch im Nachhinein. Und dann freue ich mich, wenn wir uns, ich glaube, in 2 Wochen ist es wieder, Nelson, ne, wenn wir uns da wieder im nächsten Webinar sehen. Genau. Vielen, vielen Dank, Marc, und natürlich an alle vielen Dank fürs Dabeisein, für das Interesse weiterhin. Viel Erfolg. Bis in 2 Wochen, wie gesagt, morgen großer Verfall. Entsprechend darauf achten und ja, bleiben Sie gesund und viel Spaß noch mit der Europameisterschaft. Also bis dahin. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.